Moin Moin und Heidi Ho, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harveys Neue Augen. Wir sind jetzt in der Rollenspielgruppe im Irrenhaus. Mit dabei sind ein geheimnisvoller NPC, Petrola, Sir Drogelot, Schnippo und natürlich unsere kleine süße Lilly. Dann fangen wir doch einfach mal damit an, dass wir uns mit diesen verschiedenen Figürchen unterhalten. Oder wir schauen die uns erstmal an und dann unterhalten wir uns. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Nippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Genau. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus der letzten Folge. König Adrian ist ja unser neuer Erzähler hier, weil er ist der Spielleiter. Weil er hat den Spielleiter in Sichtschutz. Drogelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Drogebecher! Ein Mithril-Harnisch? Wirklich? Drogebecher! Ja gut. In seinem Mithril-Harnisch. Petrola saß am Feuer und beobachtete den Teekessel. Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, okay. Ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll Gothic-mäßig aus, aber hübsch. Danke, Petra. Das reicht wohl. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Hallo, Lilligrim. Möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Und schon amüsiert? Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen, anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Was ist denn mit den Kobolden? Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Das erinnert einen ja schon fast an hier den Neuntöter. Das ist ein Vogel, der seine Opfer auf Dornen aufspießt. Als Vorrat. Ja. Es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. Wie wär's denn mit keiner Kugel? Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits
Wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Oh, wie praktisch. Yay, wir haben eine Kugel. Dann reden wir mal mit Sir Drogelot. Hallo Lillegrim, bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelord am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzel unter der Kapuze gesehen? Also so viel definitiv zu unserer Vermutung, dass es sich um eine neue Manifestation handelt. Interessant ist, dass Drogelbecher anscheinend hier wirklich reden kann. Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Naja. Meistens stimmt es, aber immer nur rumhocken bringt einem ja auch nichts. Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben, den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. So, wie sieht's mit dem Feuer aus? Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und das für heute gut sein lassen. Das war es doch, was du sagen wolltest. Oder? Nervig. Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Schlaf doch gleich. Bist du etwa auch so müde wie ich? Oh ja. Die Augen werden immer kleiner. Okay, anscheinend müssen wir alle zum Schlafen kriegen. Reden wir nochmal mit Petrola. Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Oh je. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Hing das eventuell mit einer gewissen Geburtstagsfeier zusammen? Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Oh. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Also dieser Wanderer nervt mich immer mehr. Gähn hier doch bitte nicht so rum.
Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewahren. Das kann ich doch machen. Oh je, ich muss nicht... Niesen, Entschuldigung. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Natürlich. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... Oh. So, alle sind außer Fecht gesetzt. Jetzt müssen wir nur noch mit dem Wanderer reden. Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin. Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgebrochen werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lilligrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lilligrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüllt. Tja, dann wollen wir doch mal hier ein bisschen Dampf machen. Gut. Die Kugel steckte, aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Wir brauchen mehr Feuer. Aha. Mehr Feuer! Mehr Feuer! Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite sehr schön. Lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Nee. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. So. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Das ist doch zu den Waffen! Juhu. Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Yes! Oh, dieser Ton muss Ruhe bewahren. Nö. Es reicht! Ich halte das nicht mehr aus! Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren! Zu den Waffen! Ups. Dem ist der Kopf geplatzt. Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Allen voran Nilegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hut Motigur Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Hurra. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lilligrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly, arme, törichte Lilly, das war ein schrecklicher Fehler. Lilligrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Ich kenne ja die rosa Farbe.
Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerung. Oh, oh. Na, guck sich das einer an! Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha. Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein. Ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Das sind nicht wenige. Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo. Alles klar bei dir? Nein. Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Ja. So, wir haben nur noch ein Verbot vor uns. Die Tür war fest verschlossen. Warte, vielleicht kommen wir mit der Stricknadel. Ach, wir haben spitze Orte. Sehr gut. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Symptom. Ja, dann, wir werden uns nächste Folge mal mit dieser Tür beschäftigen, weil dahinter verbirgt sich, glaube ich, oder? Nee, wir machen das noch. Weil wir wissen ja, als wir das mit den spitzen Gegenständen gemacht haben, da konnten wir auch was tun. Deswegen lassen wir uns mal wieder hypnotisieren. So, vielleicht kriegen wir ja hier irgendwie das Gittertor. Oh, guck mal, hier können wir langlaufen. Weil wir hatten das ja schon mal, als wir aus der Anstalt wollten, mussten wir ja auch was aufmachen. Und vielleicht kriegen wir das hier auch hin. Oh, ein Pfeil. Noch was? Nee, nur noch das tote Hühnchen. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Hm. Aber vielleicht können wir ja mit dem Pfeil das Gittertor aufmachen. Was wir in der Realität nicht hingekriegt haben. Ah. Es war eine Schande. Oh. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Hm. Oh. Hier, Petra, die hat doch gesagt, kriegen wir Erfahrungspunkte. Vielleicht können wir damit unser Geschick erhöhen. Also, zurück zur Rollenspielgruppe. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ich weiß. Ganz Rot Potigor steht in deiner Schuld. Absolut. Hm. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Du?
Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Aha. Aua. Alter, mit Zahn raus? Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Juhu! Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Juhu, das heißt, wir können wieder zum Flo gehen und hypnotisieren lassen. Und in der Welt von Hoth Mutigor sind wir ja geschickter. Jetzt aber. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Sehr gut. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Jawollo. Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Ja. Diesen Flur kennt ihr schon, er hat sich ein bisschen geändert, da ist jetzt nämlich ein Bild von Alfred. Das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach ja, liken, kommentieren etc. Und tschüss.